Hallo, ich freue mich, dass du beim Golfen mit Freude bist. Wenn du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere diesen Kanal. Der Kanal ist für Golfer mit einem Handicap über 36, also bis Platzreife. Und ich möchte dir die Grundlagen des Spiels beibringen, dass du wirklich Golfen mit Freude spielen kannst. Okay, heute Nach habe ich eine links Stunde gehabt und mit Marisa durch. und ich fand, Marisa hat so schön die Änderungen erklärt, die sie bei ihrem Schwung macht mit dem Driver. Und das habe ich aufgenommen. Und hier ist das Video. Marisa, könntest du zusammenfassen, was du heute mit mir mit Driver gelernt hast? Ja, okay. Also erstens niedriger aufziehen. Ja. Damit der Ball leicht getroffen werden kann, damit er hoch genug fliegen kann, aber nicht zu hoch, muss der Ball oder sollte der Ball so aufgetieht werden, dass die obere Kante des Schlägers so hoch ist wie der Äquator des Balles. Und dann kannst du einfach nicht den Ball so hoch schlagen. Und das hat Marisa auch geändert. Zweitens, die Hände locker, also die Arme locker runterhängen Ja. lassen. Zum Stand. Marisa stand so am Ball, die Arme sehr ausgestreckt. Und das verursacht Gleichgewichtsprobleme und sie war einfach zu weit weg vom Ball. So, was sie machen sollte und was du auch gerne machen solltest, ist wirklich die Arme hängen lassen. Und wenn ich hängen lasse sage, dann meine ich so, dass es hier einen Winkel gibt. Viele denken, dass das richtig ist, das ist nicht gut. Das ist steif und der Schwung wird schwierig. So wirklich ganz entspannt hängen lassen. Die Arme sind fast vertikal. Ausrichtung ein bisschen nach rechts, aber nicht viel. Dann habe ich was Interessantes mit Marisa gemacht und es ging um die Ausrichtung. Und das sieht man sehr, sehr oft bei allen Golfern, egal was für Handicap. Und das Ding ist, viele haben eine Tendenz. Etwas nach rechts oder etwas nach links. Marises Tendenz war nach links. So, was ich gemacht habe, ich habe ihr gesagt, jetzt richte dich etwas rechts aus zur letzten Drittel des Fairways. Aber ich habe ihr gesagt, du sollst auch versuchen, einen geraden Ball zur letzten Drittel des Fairways zu schlagen, auf der rechten Seite. So, ihr Ziel ist es, einen geraden Ball zu schlagen. Ich möchte nicht, dass meine Schüler kompensieren. Sie sollten immer versuchen, einen geraden Ball zu schlagen. Nun, wenn ich etwas rechts stehe und den Ball gerade nach rechts fliege, schlage, dann ist der Ball immer noch im Spiel. Und eigentlich sollte ich sehr glücklich sein, weil der Ball ist so geflogen, wie ich gestanden habe. Ich kann dann beim nächsten Abschlag mich wieder mittig ausrichten. Aber in der Zwischenzeit macht es Sinn, etwas nach rechts mich auszurichten, weil normalerweise tendiert der Ball dann nach links und dann ist er im Spiel, in der Mitte der Bahn. Und natürlich das Gleiche gilt, wenn die Bälle nach rechts tendieren. Da macht es nicht Sinn, geradeaus zu zielen. Liebe nach links, aber versuchen einen geraden Ball zur linken Hälfte des Fairways zu schlagen. Langsam ausholen und in der Ebene bleiben. Was heißt in der Ebene bleiben? In der Ebene mit dem Arm und dem Schlägerblatt. Wenn Marisa über Ebene redet, redet sie über diese Position, dass die vordere Kante, dass die Schlagfläche parallel zum Arm ist. Und wenn ich die Schlagfläche so habe oder leicht geschlossen, dann ist mein Schläger auch gerade und ich habe gute Chancen, den Ball gerade zu schlagen. Und dann das Gewicht ein bisschen nach links und durch. Alles klar. Dann diese letzten Punkte sind sehr wichtig. Das langsam runterschwingen ist wichtig und dann das Durchschwingen. Es ist sehr oft, dass Golfer hier stoppen. Nur wenn mein Durchschwung so kurz ist, dann muss ich sehr viel Kraft einsetzen. Erstmal tut es weh und natürlich leidet Richtung und Treffen. So, du solltest auf jeden Fall versuchen, wie Marisa,
in diese Position zu kommen. Nun, das sieht voll durchgeschwungen aus. Ich habe jetzt nicht mehr mich gedreht. Das geht nicht bei mir. Ich bin nicht flexibel genug. Aber was ich getan habe, schau meine Arme an. Ich habe einfach meine Arme geklappt. Im Treffmoment sind sie gerade, aber hier klappen. Und so kommt der Schläger bis hier hinten. Und so solltest du posen, bis der Ball aufkommt. Okay, so. Und das gibt dir viel mehr Geschwindigkeit, ohne dass du Kraft einsetzen musst. Sehr gut. Okay, so ich denke, wir können alle von der Stunde mit Marisa lernen. Und ja, viel Spaß mit deinem Driver.